Hey Leute, willkommen zurück zu Play Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Der wöchentliche GTA News Flash ist mal wieder am Start mit den wichtigsten News zum Thema GTA, die in den letzten 7 Tagen so passiert sind. Was ist alles mit am Start? Auf jeden Fall die 2 neuen Glücksrad-Autos, die jetzt dazugekommen sind und was das für das nächste große Sommer-Update in GTA Online bedeutet. Außerdem gibt es mal wieder 2 Millionen GTA-Dollar im Juli abzustauben. Massig Rabatte in der aktuellen Eventwoche, Funny Moments und noch vieles mehr. Erstmal kurzer Recap. Was habe ich so in der letzten Eventwoche gemacht? Naja, wenn zum Beispiel Premium-Rennen gefahren, Muscle Kamikaze nochmal mit dem Yosemite, auf jeden Fall auch ganz nice, dann Scramjet am Glücksrad gewonnen, echt ein bisschen geschwitzt noch auf den Mittwoch, den letzten Tag, dann noch was komplett anderes gemacht, eine fast schon vergessene Aktivität gezockt, wir haben nämlich zu viert Golf gespielt, macht echt richtig Bock, kann sich echt gut dabei unterhalten, weil es halt chillig ist, ne? Dann natürlich noch dreifach Geld auf Hunting Pack Remix ausgenutzt, ist ja eigentlich ein spaßiger Gegnermodus, aber ansonsten konntest du echt nicht viel machen. Hier noch ein paar Funny Moments, einmal Scramjet abgekürzt und den Truck ausgehebelt, sieht auf jeden Fall super stylisch aus. Hier auch nochmal Scramjet von der anderen Seite den Truck so point blank getroffen. Und es sind auch massig Clips auf Reddit aufgetaucht, wo Leute, die das Scramjet am Glücksrad gewonnen haben, es erstmal versucht haben, auf die Macebank rauf zu boosten. Könnt ihr übrigens auch mal probieren, so wie es der Dude hier im Video gemacht hat. By the way, wenn ihr die Rabattwoche bei meinem Partner Loot4 Games vergessen haben solltet, habt ihr heute am Sonntag nochmal die Chance, weil nur heute am Sonntag gibt es nochmal 20% Rabatt auf alle GTA-Produkte. Also wer noch Bock hat, irgendwie Interesse hat, der kann mal den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Loot4 Games, günstiges Game Geld und mehr. Jetzt kommen wir zu den ganzen Rabatten von der aktuellen Eventwoche. Also da ist sie echt krank, aber was andere Sachen angeht, eher nicht so. Erstmal kurz 50% Rabatt auf die Unabhängigkeitstag-Specials. Ich blende euch das jetzt mal einfach ein, lese mal kurz vor, weil das ist halt jedes Jahr dasselbe. Einmal 50% eben auf den Liberator, dann die Sovereign, Muskete, Feuerwerks, Abschussgerät, Hupen, Reifenqualm und Fallschirmrauch, also sehr patriotische, zum Beispiel noch Gesichtsbemalung, Kleidung, MOC-Designs, Mark II, Waffendesign, Frisuren, Masken, Feuerwerke und der USA-Rucksack. Das waren erstmal die ganzen Independence Day-Rabatte. Jetzt kommen wir zu den normalen Rabatten. Erstmal die Fahrzeugrabatte. Hier gibt es, soweit ich weiß, 15 Stück, Alter. Richtig heftig. Rockstar Games möchte, dass wir das ganze Geld raushauen, was wir haben. Das ist interessant, oder? Prince Hype The West 8 reduziert. Einer der besten Supersportwagen für Supersportwagenrennen, wo ihr ein bisschen längere Geraden habt. Auf jeden Fall noch super zu gebrauchen. Neben dem Emrus und dem Krieger würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Dann hier noch der Empower ETR1. Ich mach's kurz. Einfach nur ein Sammlerstück. Nicht mehr zu gebrauchen für Supersportwagenrennen. Das waren die Rabatte auf Legendary. Jetzt geht's weiter zu Warstock Cash and Carry. Wir haben 60% Rabatt auf die Avenger. Finde ich auf jeden Fall super praktisch. Noch besser als die mobile Kommandozentrale. Da habt ihr auch Fahrzeugwerkstatt und so weiter alles drin. Und seid einfach mobiler, ja. Also empfehlenswerter als MOC. Meiner Meinung nach. Dann Oppressor Mark 2 reduziert, 50% Rabatt. Hassen viele wahrscheinlich. Ja klar, weil es viele Abfucker nutzen. Aber es ist auch ein praktisches Reisefahrzeug, um von A nach B zu kommen. Und ein super Versorgungsfahrzeug. Also ich nutze es immer, um damit schnell unterwegs zu sein. Zum Thema Oppressor Mark 2 noch ein funny Moment. Der Typ hier beballert den MOC-Truck mit dem Mark 2-Bike. Ihr kriegt es einfach nicht hin, das Ding kaputt zu kriegen, weil es einfach so krass gepanzert ist. Und am Ende verkackt das so hart, indem er sich einfach mal selbst in die Luft sprengt. Das ist so der typische Oppressor Mark II Abfucker. Ich meine, guckt euch mal seinen Namen an. Holy crap. Thruster Jetpack. Eher unnötig, weil total langsam träge. Wozu brauche ich nicht? Ich habe doch Mark II Bikes zum Rumfliegen. Dann Bombushka. Ja, ganz nett für Sammler. V65 Molotov auch für Sammler. Tula. Alles so für Sammler. Weil für Luftkämpfe jetzt nicht wirklich geil geeignet. Dann MTW. Sehr praktisches Amphibienfahrzeug. Sehr gut gepanzert. Passen viele Leute rein. Gut bewaffnet. Auf jeden Fall gönnen. Wir springen mal weiter zu Elites Travel, weil wir haben auch mal wieder ein paar Flugzeuge reduziert. Wie zum Beispiel den goldenen Luxor Deluxe Jet. Alter, das ist wieder einfach nur sowas zum Geld rausschmeißen oder ihr seid wirklich so Filmemacher, die das Ding unbedingt für ihre Kulissen brauchen, aber für mich sieht es so aus, als ob Rockstar Games sagt, hier bitte, kauft dieses Ding, weil wir wollen, dass ihr Sharkcards kauft. Das ist einfach, ja, Geldverschwendung. Swift Deluxe, der goldene Helikopter, auch noch reduziert. Denn der Swift einmal in der klassischen Version, der Flying Bravo Version reduziert. Und zum Schluss noch den normalen Luxor Privatjet reduziert. Auf Southern San Andreas Superautos.com haben wir noch genau einen einzigen Rabatt. Und das ist der Bravado Gauntlet Hellfire. Auf der langen Geraden das schnellste Muscle Car von den Muscle Cars in GTA Online. Aber sobald ihr da ein paar Kurven drin habt, hat das Ding einfach nur ein extrem Kack-Handling. Also wirklich nur für die lange Gerade, irgendwelche Drag Races oder so, extrem geil. Und auch für schnelle Drifts übrigens. Wir kommen zu den immobilen Rabatten von der aktuellen Eventwoche und deswegen bin ich ja schon mal auf Macebank Foreclosures. 50% Rabatt auf wirklich alle Spielhallen, super geiler Rabatt. Wenn ihr zum Beispiel Casino Heist machen wollt, nehmt euch am besten die Spielhalle, kauft die hier. Es geht aber noch krasser weiter. Auf die ganzen Basen gibt es nämlich 70% Rabatt. Genauso wie auf die Bunker und auf alle Hangars auch nochmal 70% Rabatt. Bei den Hangars müsst ihr aber aufpassen, das kann da manchmal sehr windig sein. Den letzten mobilen Rabatt finden wir ja auf Dock Tees und das sind die ganzen Galaxy Superjachten. Nämlich die ganzen Yachten sind um 50%.
10% reduziert. Das ist eure Chance, falls ihr so ein unnötiges, teures Luxusteil braucht. Bevor es zu den Twitch Prime-Rabatten weitergeht, nochmal kurz was zu den Bierhelmen, die wir in dieser aktuellen Eventwoche über die Konkurrenzkämpfe freischalten können. Konkurrenzkämpfe werden dann getriggert, wenn sich mindestens 3 CEOs in der Sitzung befinden, die nicht gerade irgendwas anderes machen. Hatte Rockstar Games irgendwie nicht auf Newswire gepostet? Da müssen wir hier auf den Rockstar Insider Test2 zurückgreifen. Der hat ja nämlich geschrieben, dass wir in dieser Eventwoche die Chance haben, bei den Konkurrenzkämpfen folgende Bierhelme zu gewinnen. Einmal nämlich den Pisswasser-Bierhelm, dann den Benedikt-Bierhelm, dann noch den patriotischen Bierhelm, das ist der hier, den ich schon anhab, und den Super Wet Bierhelm, das ist der hier oben. Außerdem gibt es noch ein Statue of Happiness T-Shirt. Und zum Schluss natürlich noch die ganzen Twitch Prime Vorteile, die ihr bekommt, wenn ihr euren Rockstar Games Social Club Account mit eurem Twitch Prime Account verknüpft. Erstmal gibt es wieder für Juli eine fette Million GTA Dollar. Ja gut, es ist nicht wirklich fett, aber es ist immerhin eine Million, kann man mitnehmen, oder? Jede Woche, die wir jetzt spielen, bekommen wir 200.000, wenn wir Twitch Prime Verknüpfer sind. Also der Juli hat 5 Wochen, insgesamt sind es dann 1 Million GTA Dollar Bonus. Und außerdem gibt es mal wieder noch 70% Rabatt auf die Mamba und 80% Rabatt auf die V65 Molotov und noch diese sinnlose Pixel Pete's Spielhalle da oben in Palito Bay gibt es gratis. Braucht ihr nicht, wie gesagt, kauft euch lieber die da unten beim Casino. Habe euch das jetzt nicht eingeblendet, weil ich habe es schon in den letzten Wochen gefühlt 1000 Mal gezeigt oder so. Von daher geht's jetzt weiter. Nämlich mit einem Funny Moment mit der V65 Molotov. Ich glaube, der Typ hatte sich über Twitch Prime Rabatt gekauft. Ist eigentlich kein beliebtes Stuntplan so, ja, aber der hat sich gedacht, okay, warum nicht? Ich fliege da jetzt einfach mal durch den kompletten Eisenbahntunnel durch. Hat es wirklich geschafft, an der anderen Seite wieder rauszukommen. Relativ unbeschadet. Ich dachte, er ist der Crash oder so, aber wirklich Respekt an diesen Dude. Von daher hier Teil vom Video. Ey, es gibt aber nicht nur die 1 Million für die ganzen Twitch Prime Leute, sondern es gibt dir nochmal 1 Million extra für alle PlayStation Zocker, logischerweise mit PlayStation Plus, die bis zum Release von GTA Online auf der PlayStation 5 GTA zocken. Jeden Monat gibt es ja 1 Million, also gibt es nochmal 1 Million jetzt dazu. Insgesamt 2 Millionen gratis abzustauben im Juli. Nach langer Zeit gab es auch mal wieder ein paar Hintergrund-Updates in GTA Online. Das hat ja Rockstar Games Insider Test2 auf seinem Twitter-Account gepostet. Am 27. Juni hat Rockstar Games versucht, nämlich einen God-Mode-Glitch zu patchen. War scheinbar erfolgreich, wo es aber nicht so erfolgreich war, war bei diesem Money-Glitch. Nämlich noch ein Versuch, einen Money-Glitch zu patchen, der mit den 2 Charakteren funktioniert hat, mit den Apartments, irgendein Apartment-Transfer-Glitch. Nachdem Rockstar Games den versucht hat zu patchen, hat er auch wieder funktioniert. Da hatten Leute eine Umgehungsmethode gefunden, hat sogar GameStar einen Artikel drüber geschrieben, ja, über einen Money-Glitch, aber okay. Am 2. Juli hat dann Rockstar Games auch die Umgehungsmethode für diesen Apartment-Transfer-Charakter-Wechsel-Money-Glitch gepatcht. Soweit ich weiß, ist dieser Apartment-Transfer-Glitch jetzt komplett gepatcht. Außerdem wurden hier noch 2 weitere Autos auf die Glücksrad-Liste hinzugefügt, die wir dann in den nächsten Wochen am Glücksrad gratis bekommen können. Einmal den GP1 und den Sugoi. Und was das für das nächste Update, das große Sommer-Update bedeutet in GTA Online, dazu komme ich auch noch gleich. Da ich ja schon einmal im Casino bin, noch ein Funny Moment, der einem Typen beim Casino-Heist passiert ist. Also er wollte halt ganz normal Casino-Heist machen mit Gemälden, Gemälde rausschneiden und danach noch vielleicht ein bisschen Schließfächer aufbauen. Was passiert? Er teilt sich so irgendwie in 2 Charaktere auf und bohrt gleichzeitig und schneidet gleichzeitig Gemälde raus. Das sah so krank aus. Nein, es ist natürlich keine Möglichkeit, den Casino-Heist solo zu machen, sondern ja, es war irgendein Glitch, aber sieht so krank aus, dass ich es einfach mit ins Video tun musste. Die Independence Day Eventwoche ist am Start und was gibt's Besseres, als einfach mal die Western Sovereign auf das Podium zu knallen? Hatte ich ja schon letzte Eventwoche gesagt, dass das wahrscheinlich so der Fall sein wird. Ja, Western Sovereign, geiles Sammlerstück, schönes Chopper-Bike, einfach nur nice. Viele wollen das übrigens ohne die Lackierung haben, ohne diese USA-Lackierung. So, versucht das Ding mal im Glücksrad zu gewinnen. Ich gewinne 20.000 Dollar, aber immer noch besser als dieser eine Typ, der hatte letztens einen Mystery-Win gehabt. Und hat echt P&Qs bekommen, also diese kleinen Knabberteile. Yep, das ist so dieser typische Glücksrad-Fail-Moment. Noch ein Fail-Moment habe ich hier für euch, der ist nicht dem Typen hier im Deluxo passiert, sondern dem Typen, der den Deluxo killen wollte. Also, Deluxo-Pilot ist so ein bisschen am Rumschweben, denkt sich nichts. Auf einmal kommt hinter ihm irgendein Heli an, ja. Er merkt, er wird anvisiert. Droppt so das Auto, also zieht die Räder ein, sodass er runterfällt, macht einen Frontflip. Ich habe erstmal gar nicht gecheckt, was hier überhaupt passiert. Während er den Frontflip macht, ballert er eine Rakete ab, nach hinten sozusagen, auf den Helikopter drauf. Der Helikopter wird gesprengt und ja, das war gleichzeitig ein Fail-Moment für den Helikopterpiloten und auch noch ein Surprise-Kill für den Deluxo-Piloten. Die UK Top 40 sind mal wieder mit am Start, die 40 meistverkauften Games aus dem Vereinigten Königreich. Die Charts wieder von der letzten Woche, die ging bis zum Samstag, den 27. Juni. GTA 5 ist ein bisschen abgekackt von Platz 6 auf Platz 8, es fällt immer ein bisschen weiter ab. Ja, warum wohl? Weil Rockstar Games keine
einzige Info zum neuen Update raushaut. Müsste mal passieren, weil sonst wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch weiter abkacken. Ich meine, klar, das Rockstar Games wahrscheinlich komplett egal, aber es wäre auf jeden Fall nice, oder? Dass wir endlich mal einen kleinen Hinweis bekommen. Gerade eben habe ich euch schon den Surprise Kill mit dem Deluxe so gezeigt und jetzt noch einen Surprise Kill mit dem Scramjet. Ja, wie gesagt, Scramjet gab es am Glücksrad letzte Eventwoche, von daher viele Scramjet-Clips am Start. Der Typ steht hier unten im Überflutungskanal, wird von einem Typen genervt in der Hydra. Irgend so einem Griefer, ja. Er boostet nach oben, macht diesen Surprise Kill nicht mit den Raketen, sondern er knallt so Kamikaze-mäßig mit seiner Karosse gegen die Hydra und die Hydra, ja, die hält das natürlich nicht aus. Sehr geiler Surprise Kill. Ich glaube, die meisten von euch können sich noch dran erinnern, dass im Mai 2020 GTA 5 komplett kostenlos war, nämlich im Epic Game Store. Und da wurde jetzt ein Rekord gebrochen, zumindest sind jetzt die Zahlen rausgekommen, dass dank GTA 5 kostenlos, eine Woche kostenlos, im Mai 2020 über 61 Millionen User online waren im Epic Game Store. Und das ist ein Rekord. Wenn wir es mal mit Steam vergleichen, die hatten im März nur 23,5 Millionen User online. Aber trotzdem hat Steam immer noch höhere Nutzerzahlen insgesamt. Diese 61 Millionen User im Mai 2020 waren jetzt nur eine einmalige Sache wegen GTA 5 halt. Da hat Epic Games auf jeden Fall dank GTA 5 eine Menge Cash gemacht. Und jetzt kommen wir zu den, in Anführungszeichen, Geldmöglichkeiten von der aktuellen Eventwoche, weil die sind richtig schlecht. Rabatte richtig geil. Geldmöglichkeiten richtig schlecht. Ich glaube, oh, ich hoffe mal, nächste Woche ist es genau andersrum, ja. Einmal hier, Zeitrennen, Chilliard bergab. Dann haben wir noch das neue RC-Bandito-Zeitrennen. Das haben wir ja ganz hier unten ein bisschen versteckt. Da, hier, da ist es. Vespucci Beach. Das neue Premium-Rennen ist hier ein Punkt-zu-Punkt-Motorradrennen. Heißt Nordwest-Passage und ist sehr kurvig. Geht erstmal einen Berg runter, einen Haufen Kurven am Start. Also ich habe ja die Shotaro genommen, weil die ist super wendig, super schnell. Barty war mir dann doch ein bisschen zu langsam. Wie kommt es in den Geldmöglichkeiten von der aktuellen Eventwoche? Finden wir hier bei Gegnermodus. Doppelt Geld und doppelt RP gibt es hier einmal auf die Bunker-Serie. Was ich euch empfehlen kann, ist zum Beispiel Schlitzer im Bunker zu zocken oder jede Kugel zählt. Da eignet sich die Bunker-Map ganz gut für. Also eher für die langsameren Jobs. Nicht so sehr actionreich, weil die actionreicheren, ja, da hast du nicht so wirklich die geile Übersicht und eignet sich echt nicht die Bunker-Map. Und neben der Bunker-Serie auch noch Doppelt-Geld und Doppelt-RP auf die Raketenbasis-Serie. Hier kann ich euch die schnelleren, actionreicheren Gegner-Modi empfehlen, wie zum Beispiel Hardest Target. Dafür ist wieder Raketenbasis-Map sehr nice. Was so das Geldverdienen angeht, ist so Doppelt-Geld auf Bunker- und Raketenbasis-Serie nicht wirklich kacke, aber auch nicht wirklich geil. Ihr könnt ja in 15 Minuten rund 60.000 GTA-Dollar im Gewinnerteam verdienen. Und ja, das ist so irgendwo in der Mitte. Also wenn du dir diese beschissenen Geldmöglichkeiten anschaust, dann kriegst du richtig Wut, dann willst du einfach nur Lester verprügeln. Thema verprügeln. Kennt ihr eigentlich diesen nervigen Job, wo ihr ins Tequila La reingehen müsst, um die ganzen Lost MC Biker zu verprügeln? Du kannst sie halt nur verprügeln, weil du eben ja keine Waffe auswählen kannst. Geht aber auch anders, hat dir ein Spieler auf Reddit gezeigt vor ein paar Tagen. Du machst einfach zum Beispiel an dein Quad oder dein Motorrad eine Haftbombe dran, fährst das Ding rein, gehst ein bisschen ja aus der Reichweite von der Bombe und entzündest du das Teil und das Thema ist erledigt. Eine sehr gute News habe ich vor ein paar Tagen gelesen und die ist besonders für die Leute interessant, die jetzt keinen Bock mehr haben auf GTA Online oder generell diese ganze GTA-Reihe, aber trotzdem so ein ähnliches AAA Open World Game haben möchten. Der ehemalige Rockstar Games Mitarbeiter Steve Martin hat jetzt nämlich ein neues Entwicklerstudio auf die Beine gestellt, was hier Lightspeed heißt. Erstmal, Steve Martin war damals bei Rockstar Games San Diego der Studio-Boss und war an der Entwicklung von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 beteiligt. Außerdem hat er noch einen Haufen andere Leute rekrutiert. Fähige Leute von Respawn Entertainment, von Insomniac Games, also Spider-Man-Macher, und 2K Games, um jetzt eben über das Entwicklerstudio Lightspeed ein neues, geiles AAA Open-World-Game zu basteln. Worum es da genau gehen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Das Einzige, was bis jetzt bekannt ist, ist, wie gesagt, dass es ein AAA Open-World-Game werden wird. Also ein sehr großes, teures Open-World-Game. Im Stil wahrscheinlich so ein bisschen von GTA, da ja eben Steve Martin mit am Start ist. Der ehemalige Rockstar Games Mitarbeiter Steve Martin hat auch noch gesagt, dass man bei seinem neuen Lightspeed Entwicklerstudio besonders viel Wert auf Inklusion, Kreativität und Zusammenarbeit legt und man eben dadurch versucht, Stress und unnötige, unmenschliche Arbeitszeiten zu vermeiden, dass eben ein besonders gutes Produkt dabei rauskommt, ohne eben die Entwickler abzufacken. Mal sehen, was dabei rauskommt. Thema neues Sommer-Update in GTA Online. Ich habe euch vorhin schon gesagt, dass zwei weitere Autos auf die Glücksradliste hinzugekommen sind. Und jetzt sehen wir erstmal nochmal kurz alle durch. Also wir haben auf jeden Fall noch das Apocalypse Death Bike, den Wagner Komoda VSTR S80 und jetzt noch den GP1.
und den Sugoi. Das sind insgesamt noch 7 Autos und wenn wir das jetzt mal wochenmäßig durchzählen, sollten das noch 7 Wochen sein. Echt noch 7 Wochen, das heißt das Update. Also wenn wir uns jetzt an den Glücksradautos festhalten, könnte das Update jetzt echt erst Ende August rauskommen. Aber ein GTA-Fan auf gtafroms.com sieht das ein bisschen anders. Er hat nämlich gesagt, haltet euch mal nicht zu sehr an diesen ganzen Glücksradautos fest. Kann es auch sein, dass Rockstar Games die einfach nur so auf die Liste klatscht, um uns damit ein bisschen zu trollen und dann sagt, ey, Update Ende Juli oder so, kann ja auch passieren. Seine Theorie hat er übrigens auch mit ein paar Belegen untermauert, der sich jetzt nicht komplett ausgedacht. Also, ihr könnt euch noch daran erinnern, an diese Kooperation zwischen der Trap-Metal-Gruppe CityMorgue und Rockstar Games. Was ist das jetzt überhaupt gewesen? Da geht es um Merch. Es geht um sogenannten Trap-Star-Merch. Die hauen irgendwelche Klamotten raus. Da habt ihr so einen Tee drauf und den Rockstar-Stern. Wann soll das rauskommen? Wahrscheinlich am 31. Juli, weil da CityMorgue nämlich ihr neues Album raushauen, wie nämlich Sos Mula auch auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben hat. Also 31. Juli neues Album von CityMorgue und in demselben Zeitraum wahrscheinlich auch der Release von dem neuen Trapstar-Merch, die ganzen Klamotten in Kollaboration mit Rockstar Games. Würde es da nicht passen, wenn Rockstar Games auch Ende Juli das neue GTA Online-Update raushaut, um das also ein bisschen cross zu promoten? Würde, finde ich, sehr passen. Also auf jeden Fall finde ich hier seine Belege ziemlich interessant, seine Theorie. Ey, mich würde dazu mal eure Meinung interessieren. Was denkt ihr? Trollt uns Rockstar Games jetzt einfach nur mit diesen ganzen neuen Glücksradautos und hauen die das Update jetzt doch Ende Juli raus? Oder kommen jetzt erstmal die ganzen Glücksradautos und das Update dann Ende August? Last but not least noch einen kleinen funny Moment für euch von einem sehr witzigen Trend, finde ich, der zurzeit rumgeht in GTA Online. Zurzeit sind ein Haufen Leute unterwegs, die einfach anderen Low-Levels sagen, die sind Modder und die sollen mal an einen bestimmten Ort hingehen, weil die da für die einen Money-Drop machen, also Geld droppen. Was machen die? Die rufen Meriwether an und callen einfach mal einen Luftschlag und dieser eine Alien-Typ, ja, wird dann halt komplett gesprengt. Ich sage nicht, dass ihr das auch machen solltet, ja. Ich finde es halt sehr witzig vom Funny Moment her. Anyways, das war's auf jeden Fall hier mit dem wöchentlichen GTA Newsflash. Wieder die wichtigsten News der letzten 7 Tage zum Thema GTA. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.